Hi Leute, ich bin's Karina und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute in diesem Video geht es um Dinge, die ganz, ganz häufig vergessen werden in der Planung. Und dabei konzentrieren wir uns auf die Hochzeitsparty, also ein sehr, sehr großer Stimmungsfaktor natürlich. Deswegen bleibt dran und ganz viel Spaß bei diesem Video. Fangen wir an mit dem Brautstraußwurf. Ja, der Brautstraußwurf, der wird tatsächlich oft vergessen, beziehungsweise wird der in der Planung vergessen, im Tagesplan irgendwo einzuordnen oder daran zu denken. Natürlich muss da jetzt nicht großartig was organisiert oder geplant werden. Man könnte vielleicht vorab ein Lied dafür auswählen und dem DJ mitteilen, aber ansonsten ist da nicht viel zu planen. Aber es geht darum, wenn der Brautstraußwurf in der Planung nicht berücksichtigt wird oder einfach nicht im Tagesplan aufgeführt wird und man erst vielleicht um 1 Uhr nachts daran denkt, dann muss man die Party einfach nochmal unterbrechen und dann erstmal die Junggesellen auf die Bühne und auf die Tanzfläche holen, der Rest muss runter, also es entsteht schon ein kleiner Cut. Und wenn ihr es erst um 1 Uhr nachts macht, sind vielleicht auch nicht mehr alle Junggesellinnen da oder Alkohol ist schon im Spiel und man ist da nicht mehr so ganz auf der Höhe vielleicht. Und deswegen empfehle ich euch wirklich, plant den Brautstraußwurf am Anfang der Party ein, nicht vielleicht am Höhepunkt, sondern vielleicht kurz nach dem Eröffnungstanz. Da kann man ja vielleicht 2, 3 Lieder laufen lassen und dann kommt der Brautstraußwurf. Wie gesagt, das ist kein großer Organisationspunkt, aber führt den einfach im Tagesplan auf, dass es nicht vergessen wird. Punkt Nummer 2, der oftmals vergessen wird, beziehungsweise was auch nochmal so zu einem kleinen Stimmungskiller führen kann, sind Reden und Gastbeiträge oder Spiel oder irgendwelche Überraschungen. So, ich empfehle euch, dass ihr diese Gastbeiträge und Überraschungen, dass ihr die vorab sammelt, beziehungsweise zum Beispiel den Trauzeugen diese Aufgabe gebt, dass alle Gastbeiträge bei den Trauzeugen landen, dass sie wissen, was von den Gästen geplant ist und dass sie das dann einfach einteilen können. Der erste Gastbeitrag kommt nach der Vorspeise, der zweite kommt, was weiß ich, nach der Hauptspeise, der dritte irgendwie vor der Hochzeitstorte, ungefähr so. Der Zeremonienmeister weiß das, dem müsst ihr das nicht sagen, der wird sowieso mit den Trauzeugen im Kontakt sein und die Gastbeiträge koordinieren. Aber falls ihr keinen Zeremonienmeister habt, empfehle ich euch das wirklich, dass die Gastbeiträge wirklich gesammelt werden und dann koordiniert werden, weil wenn die Party dann läuft und dann fällt dem Onkel noch ein, ach, ich wollte ja noch die Diashow zeigen, haben wir ja noch gar nicht gemacht, und dann die Diashow aufbaut und die Party einen Cut bekommt, ist es ein absoluter Stimmungskiller. Und keiner möchte, wenn die Party läuft und man gute Laune hat und feiern will und tanzen will, sich dann nochmal hinsetzen, das Licht anmachen und dann erstmal 20 Minuten Video schauen. Deswegen einfach der Tipp, koordiniert die Gastbeiträge und frühstückt die alle vor dem Eröffnungstanz ab. Bei Punkt Nummer 3 geht es um alle Überraschungen oder Details, die mit dem Eröffnungstanz zu tun haben. Manchmal sind hier Wunderkerzen geplant oder Konfettikanonen und da ist es wichtig, dass die auch alle natürlich vorbereitet werden vor dem Eröffnungstanz, weil nach dem Eröffnungstanz sollte idealerweise direkt der Übergang folgen zur Party. Also der DJ wird dann nach dem Eröffnungstanz direkt das erste Lied spielen, dass dann die Gäste auch auf der Tanzfläche bleiben und tanzen. Und wahrscheinlich ist dieser Tipp eher an die Trauzeugen gerichtet oder diejenigen, die sowas eben vorbereiten, falls Wunderkerzen geplant sind oder Konfettikanonen oder irgendwas mit dem Eröffnungstanz. Bereitet das vor und wenn es dann zu dem Eröffnungstanz kommt, habt alles bereit und steht bereit, zum Beispiel, falls ihr Konfettikanonen geplant habt. Übrigens ein kleiner Tipp zu den Wunderkerzen. Es ist immer so eine kleine Herausforderung, alle Wunderkerzen auf einmal anzukriegen, wenn dann der Eröffnungstanz startet. Und ich empfehle euch wirklich, entweder organisiert für alle ein Feuerzeug. Ich meine, in einem großen Pack ist es wahrscheinlich auch nicht allzu teuer über Amazon oder so. Aber was ich euch auch empfehlen kann, ist mit einem Tablett und mit mehreren Teelichtern einfach kurz eine Runde zu laufen, vielleicht auch 2 Tabletts in der Hand zu haben, dann können sich bestimmt 10 Leute auf einmal ihre Wunderkerzen anmachen. Das funktioniert bei mir immer ganz gut oder eben man hat ganz, ganz viele Feuerzeuge bereit. Was auch sehr oft vergessen wird, was fatal ist,
ist das Geschenke wegräumen. Oftmals sagen auch Brautpaare so, ach ja, die Geschenke können wir da liegen lassen. Aber ich bin da echt immer vorsichtig. Mir geht es auch gar nicht um die Gäste, dass ich denke, oh, die Gäste können ja vielleicht irgendwas wegnehmen oder so, sondern vielleicht auch um das Personal. Also man kennt das Personal natürlich meistens nicht. Ich hatte auch schon Hochzeiten in einem Kurpark, wo die Location theoretisch offen ist und jeder reinkommen kann. Also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig. Oftmals handelt es sich ja auch um Geldgeschenke und auch nicht kleine Beträge. Und deswegen empfehle ich euch ganz, ganz besonders, normalerweise müsste dieser Tipp an erster Stelle stehen, packt die Geschenke vor der Party weg. Wirklich, macht es am besten nach dem Essen, wenn ihr kurz irgendwie 10, 15 Minuten habt und die Zeit auch habt, dann packt die Geschenke weg. Auch der Tipp richtet sich eher an die Trauzeugen oder vielleicht an die Brautmama oder Brauteltern. Also ihr müsst es nicht als Brautpaar selbst machen, sondern gebt diese Aufgabe ab, jemanden, dem ihr vertraut und der vielleicht auch ein Auto da hat, wo ihr die Geschenke dann verstauen könnt. Oder im Zimmer, falls ihr direkt bei der Location übernachtet. Und letzter Punkt, der oftmals vergessen wird, das ist eher so ein Orga-Punkt, der vergessen wird. Klärt bitte mit eurer Location vorher ab, ob es irgendwelche Regeln oder Verbote oder Begrenzungen gibt, was die Party angeht. Zum Beispiel gibt es eine Lautstärkebegrenzung. Ich hatte es zum Glück noch nicht häufig, aber höre es sehr, sehr oft von DJs, dass es bestimmte Messgeräte gibt, die Dezibelanzahl messen und wenn es einen bestimmten Wert übersteigt, geht die Anlage im schlimmsten Falle aus oder die Bässe müssen rausgemacht werden. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man sowas einfach vorher nicht weiß und auch dem DJ vorher nicht kommuniziert hat. Das ist so ein Punkt 1, Lautstärkebegrenzung. Sperrstunde sowieso, also das bitte auch vorher abklären. Es kann sein, dass die Location sagt, um 2 Uhr ist hier Schicht im Schacht und die Veranstaltung wird beendet und ihr seid da vielleicht gerade mitten in der Party, also auch das vorher abklären. Aber auch sowas wie, dürfen Konfettikanonen überhaupt abgeschossen werden? Dürfen wir überhaupt Wunderkerzen benutzen? Also alles, was vielleicht noch eher für den Eröffnungstanz interessant ist, klärt das vorher ab, dass es auch wirklich erlaubt ist, weil falls es nicht erlaubt ist, kann euch im Nachhinein ja eine schöne Rechnung erwarten über Reinigungskosten oder so und das wollt ihr natürlich nicht. Plus, ich hatte es auch schon mal erlebt, beziehungsweise habe es auch schon von anderen Dienstleistern gehört, von DJs. Ich meine, die erleben ja sehr, sehr viel, wenn es um die Hochzeitsparty geht. Ich hatte es auch schon gehört, dass Konfettikanonen benutzt wurden und die Location danach erstmal mit dem Besen durch die Location und über die Tanzfläche gefahren ist, während die Leute da getanzt haben. Und das ist natürlich auch ein absoluter Stimmungskiller und ist nicht wirklich schön. Deswegen klärt das bitte vorher ab, ob und wie das alles erlaubt ist. So, das sind einige Sachen, die oftmals vergessen werden zu organisieren oder abzuklären oder woran oftmals nicht gedacht wird oder zu spät gedacht wird. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Tipps für eure Hochzeitsparty und für eine gute Stimmung. Deswegen schreibt euch die Dinge auf und berücksichtigt sie bei eurer Planung und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurer weiteren Planung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne euer Feedback in die Kommentare. Oder falls ihr Fragen hier zu dem Video habt, dann freue ich mich immer wieder über eure Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald.